Ach Leute, ist das eklig, wa? Wem sage ich das? Oh, um Gottes Willen. Ey, hätte ich mal. Also ich glaube, heute wird es nicht mehr besser vom Wetter her. Aber das ist schon räudig. Also insofern gibt er nur falsche Kleidung, ne? Hat meine Omi immer gesagt. Da hat sie auch recht. Aber das ist so. Vor allen Dingen mein Handy war komplett nass. Irgendjemand hat mir was Süßes geschickt und ich glaube, das ist oftmals vom Tarotkanal. Ich lese natürlich jetzt nichts vor. Ich mache mal gleich auch den Aufkleber ab. Dann kann ich es nämlich auch zeigen. Ey, das ist bombensicher. Das wurde. Ich weiß gar nicht, ob ich das aufkriege. Das ist komplett. Machen die so Stichproben? Das ist komplett zugewickelt. Ich werde es wahrscheinlich auch reinhalten, weil meistens ist ja auch immer ein Briefchen drin. Ach Mensch, geht ja doch ganz gut auf. Ich war gerade bei Rewe, da haben sie wieder neue Müllermilch. Müllermilch. Neue Müllermilchsorten. Klingt total spannend. Weiße Schoko-Macadamia. Voll lecker. Dann mache ich heute einen Kassler-Eintopf. Mit Kartoffeln, Möhren und Lauch. Der klang auch ganz gut. Ist so ein typischer Herbst-Winter-Eintopf. Und davon kann man dann auch immer 2-3 Tage essen. Kann man sich ja zur Not noch einfrieren. Dann. Oh, da muss ich auch aufpassen. Ach so, ich dachte gerade, was knistert denn hier? Das ist das Klebepapier, was sich so runterrollt. Naja, die blauen Red Bull brauche ich nicht mehr zeigen. Ne? Die haben sie jetzt bei uns schon über 2 Wochen. Die schmecken mega. Aber ich mache es mal trotzdem. Ah, Sellerie. Dipp ich voll gerne in Joghurt und knabber die durch. Butter war heute im Angebot. Perigold für 1,99 war auch voll günstig. Ja, Mann, wo ist sie denn? Also die neue Sorte von Red Bull, die schmeckt mir ausnahmsweise mal auch. So. Mein Sohn kriegt eine Müllermilch. Hier, Iced Vanilla Berry. Also finde ich total lecker. Erinnert uns, wir haben schon gefragt, so ein bisschen an Brausepulver. Einige haben gesagt, die Würmchen in meiner Familie, als wir den Geburtstag gefeiert haben, hatten wir auch ein paar. Diese saugen Würmchen mit so Brausepulver. Und ich finde, wenn ihr die UFOs kennt, die Füllung so ein bisschen davon erinnert mich daran. Ja, irgendwie ein bisschen wie Ahoi-Brause. Und ja, Himbeergeschmack. Doch, Himbeer ist neu, ne? Von Müllermilch. Sonst haben sie nur Erdbeeren. Naja, machen wir mal weiter im Programm. Ich bin ja neugierig. Ich bin ja neugierig und da ja jetzt wieder die Zeit ist zum Vloggen, es tut mir wirklich leid, ja. Also was ich das letzte Jahr hier auf dem Kanal geschlampt habe, das war nicht meine Art. Ich habe auch jedes Mal gedacht, boah, ich habe so einen Bock. Ich hatte so viel mitgefilmt, aber ein Aufgebraucht ist verschwunden. Das werde ich jetzt neu abdrehen, also mit neuen Aufgebraucht-Sachen. Aber irgendwie habe ich auch eine Sequenz von einigen Einkäufen nicht gefunden. Die habe ich bestimmt aus Versehen gelöscht. Die ich mich kenne, mein Rechner ging ja dann auch noch kaputt zwischenzeitlich. Das war ja dann auch noch mal die Sensation des Jahrhunderts. Musste ja alles neu aufgespielt werden. Und Mensch, also da hat sich ja aber... Ich komme hier nicht klar. Das ist, also wenn du schon was kriegst, Miranda, dann musst du auch hier. Dann musst du auch dafür arbeiten. Hat sich hier jemand gedacht. Ich glaube, ich mache das sogar von der falschen Seite auf, kann das sein. Erstmal, also sie ist ein Verpackungsgenie, glaube ich. Hier ist was gepolstert. Ich weiß nicht, was, das fühlt sich schwer an. Das klingt wie Karten.
Den einen Tag habe ich noch gesagt, ey, seid vorsichtig, wenn ihr mir Karten schickt. Ich bin eigentlich immer nicht so ein Fan von, wenn man mir einfach Karten schickt, weil normalerweise lasse ich die Bilder auf mich wirken, wenn ich mir welche bestelle. Aber Hugendubel ist schon mal klassen. Das sieht aber interessant aus. Ey, das ist ja richtig als Geschenk verpackt, oh meine Güte. Ich hoffe, der Inhalt ist schön. Wie undankbar. So meine ich das gar nicht. Aber das ist aber schön. Oh. Seid mir nicht sauer, wenn ich hier nicht so einen Freudeanfall kriege. Bei Karten ist echt bei mir... Ich muss ja damit arbeiten und Impulse merken. Ah ja, sie hat schon getroffen. Ist mir schon klar. Da haben... Sobald ich so eine Lakatrina sehe... Bei dem Arcanum der Tod ist bei mir sowieso schon vorbei und getroffen. Ach, wie schön. Die Zeichnungen sind aber süß. Ich glaube, ich besetze gerade die ganze Zeit einen Parkplatz, weil die alle um Parkplätze kämpfen. Basically, it's magic. Das ist hier von der Autorin. Sie scheint blond zu sein, beziehungsweise... Die Autorin und Illustratorin. Oh, sie hat beides gemacht. Mein Name ist Alberta Kiel. Ich lebe und arbeite als Produktdesignerin und Illustratorin in Köln und gestalte schöne Dinge für Kinder, junge Erwachsene und die Young Art Heart gebliebenen. Dazu gehören Papeterie- und Lifestyle-Produkte, Textilien und Tapeten, Kinderspielzeug und die Illustration von Kinderbüchern. Ach, das ist ja süß. Dann geht's noch weiter mit ihren Großeltern. Oh, der König der Münzen. Hier, tata, da bin ich. Ich habe auch gerade viel Geld gelassen. Ich war gerade bei Rewe, König der Münzen. Der Gehängte. Ach, die sind aber süß. Was ich ja schon wieder so faszinierend finde, ich, die Größe könnte ein Problem werden. Aber die sind schön glatt. Das heißt, die sind beim Mischen nicht stumpf. Und es könnte was werden. Die Gerechtigkeit. Ey, die ist aber auch schön. Eine richtige Amazone. Der Druck. Der Druck, der riecht aber wirklich sehr, sehr schön. Ich danke dir. Christine, warte mal. Chris, och Mensch, guck dir das an. Ich habe hier deine Post im Herz durchgelesen. Oder deinen Namen und dann mit einem Stempel Christine. Ja, guck mal, die Karte, die ist 3D. Hast du die gemacht? Ich dachte gerade so, hä, wie geht denn das? Da sind so raufgeklebte Extrablüten von so Löschpapier oder so. Das ist ja eine coole Idee. Das ist ja schön. Also, Christine. Ah, Christine. Ah, Mensch, du kommentierst doch schon so lange bei mir. Ich glaube, du bist einer der längsten mutig, mitteilsam, intelligent, intuitiv, realistisch, rational, aufrichtig, aufmerksam, anmutig, naturverbunden, direkt, achtungsvoll und achtsam. Waren das jetzt meine Stichworte? Danke von Herzen, Christine W. Punkt. Ich habe ja den Nachnamen lesen können. Ich weiß jetzt... Ach, du süße Maus. Dankeschön. Ach, ist das schön. Also die 3D-Optik, die ist wirklich... Die, also wirklich. Auch das Tarot. Na, du wirst heute dich freuen, weil dann benutze ich es gleich für die Tagesbotschaft. Ich weiß nicht, ob du hier guckst auf meinem Lifestyle-Kanal. Ich weiß es nicht. Weil jeder sucht sich ja seins selbst aus. Nicht jeder will ja meinen Mist aus meinem Mund hören. Ob hier oder woanders. Aber Dankeschön. Also da muss ich jetzt wirklich aufpassen. Ich werde es in den Kartoffelbeutel tun. In der Hoffnung. Naja, was heißt in der Hoffnung? Ich muss. Hier darf nichts passieren. Hier darf nichts kaputt gehen. Jetzt hänge ich am Duftbaum fest. Hier. Seht ihr den? Ja, bis dahin konnte ich ihn auch ziehen. Ich muss irgendwie sorgfältig nach Hause kommen. Wo ist denn mein Portemonnaie jetzt schon wieder? Ach, hier. Oh Gott, oh Gott.
Jetzt dachte ich gerade, bitte renn wieder rein. So, Autoschlüssel habe ich. Wo sind meine Pupis? Wo sind denn meine Pupsis? Ach, hier. Hier sind meine Pupsis. Produktpräsentation wäre ganz toll. Würde gerne mal wissen, wie die schmecken. Eikos. Ich würde gerne mal wissen, wie die schmecken. Könnten Sie mir ein Testpaket schicken? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte schon immer mal ausprobieren. So, meine Maispupsis. Räucherstäbchen, falls Kinder zu gucken. Räucherstäbchen gegen Husten. Und ja, jetzt fahre ich mit dem Einkauf. Meine Kiddies kränkeln. Ich nicht. Toi, toi, toi. Deswegen, die warten jetzt auf mich. Mama muss Essen machen. Das ist so schön. Irgendwann wird keiner mehr fragen, Mama, machst du Essen? Nee, da muss ich mir neue Kinder besorgen. Ich hab schon den nächsten Plan. Einfach Kinder machen. Das ist ja fast ein Vlog, den ich hochladen kann. Da. Oh, nicht, dass ich jetzt hier wieder... Nee, das ist gut. Weil das eine Video, was ich gestern... Naja, ich weiß nicht, wann das jetzt hochkommt. Wahrscheinlich ziemlich schnell. Was ich gestern hochgeladen hatte, da habe ich erstmal gesehen in der Sequenz, da waren ja voll die Kinder zu sehen. Und mein Logo war auf einmal groß, obwohl ich es nicht groß geschaltet hatte. Auf einmal hatte ich mein MC-Logo völlig über meinem Gesicht. Dachte ich mir so, ey, was ist das denn schon wieder? Doppelte Arbeit für nichts. Ja? Das ist so die Strafe. Du hast dir lange nichts mehr hochgeladen. Du hast dich nicht um deine Zuschauer gekümmert. Strafe muss sein. Ich wollte mich jetzt einfach nur mal melden und sagen, hallo, ich gehe euch mal ein bisschen auf den Nerv. Und hoffe, das habe ich geschafft. Da. Das ist doch toll, oder? Das steht ja hier schon so lange. Ich finde das süß. Weil die vergisst man ja auch. Was haben wir hier für Sparangebote heute? Nüscht. Nur mit der Rewe-App. Rewe könnte mich auch mal sponsern. Edeka auch. Wir machen so viel Werbung und pupsen uns dann bei Produktpräsentationen ins Hemd, ja? Das ist eine Kooperation und ich denke mir so, ey, also fast jedes Video, was man hier hoch macht oder hochlädt, ist ja selbstbezahlte eigene Werbung, ja? So viel Werbung wie YouTuber für andere Firmen machen, das ist unglaublich. Da haben wir schon Dr. Oetker und Jakobs drauf. Haribo. Hans Riegel Bonn, oder wie hieß der? Ich hab's nicht mehr im Kopf. Und die Jute Milka. Na klar, was auch sonst. Ihr Lieben, habt einen schönen Tag. Danke nochmal, Christine, falls du ja auch bist. Und wenn nicht, dann werde ich mich nochmal beim anderen Kanal bedanken. Nee, ich glaube, ich lasse es hier in der Sequenz, weil sonst muss ich dieses Video schneiden. Ich nehme die Karten einfach mit rein, meine Liebe. Bis dann, ihr Lieben. Ciao. Ich bin wieder zu Hause. Oh, bald bin ich hier. So, also, das habe ich euch ja schon gezeigt. Obst, die Lichtquelle. Ja, das ist dieses. Das hatte ich mit euch im Auto ausgepackt. Dann haben wir... Wir haben zusammen Radieschen. Das ist sehr schön. Und die Jutenkartoffeln für den Kasseler Eintopf müssen natürlich auch sein. So, dann haben wir hier Selleriestangen. Ich bin die Einzige, die sie mit Salz pur oder mit Joghurtsoße isst. Sehr lecker. Ich weiß aber, einige können die überhaupt nicht riechen oder essen. Dann haben wir hier, das habe ich euch auch im Auto gezeigt, die Red Bull, die neuen und Macadamia weiße Schokolade Müllermilch. Dann habe ich vom Backshop drei, also Hände gewaschen habe ich schon, drei so eine Pudding gefüllten Schokocroissants mitgenommen. Dann dieses 1-Euro-Brot, finde ich immer ganz cool, ist roggen und frisch und ja, lecker einfach. Also ich finde es lecker. Roggen, Vollkornmehl, Natursauerteig, Wasser, Roggenmehl, Roggenmehl. Hier steht dreimal Roggenmehl. Aber das ist echt lecker. So, dann haben wir hier dieses Kasslerstück. Kassler Nackenbraten für den Eintopf. Dann habe ich hier nochmal Schrippen, 4 Stück. Falls meine Kinder jetzt schnell was schnabulieren wollen. Hier sind die Lauchzwiebeln oder Frühlingszwiebeln. Hier ist
der Porree, den ich für den Eintopf brauche. Porree-Stangen. So, Giselle wollte Serrano-Schinken. Auch sehr, sehr lecker. Dann haben wir hier noch Müllermilch. Himbeer. Ja, Giselle liebt Toast. Ich fasse es gar nicht mehr an, weil vertrage ich nicht mehr. Da wird mir so schlecht oder ich kriege Bauchschmerzen. Gnocchis haben wir. Auch so ein Standardessen bei uns. Mit Kochsahne, Tomatenmark, Butter, Knoblauch, Joghurtsoße, Zwiebeln und das war's. Natürlich Gewürze. Für den Eintopf brauche ich Schmelzkäse. Stand zumindest beim Gericht drauf. Deswegen habe ich hier von, ja, 200 Gramm, 150 brauche ich nur. Ach, baller ich alles rein. Wird dann eben nicht weggeschmissen. Man kann ja auch mal ein bisschen abweichen von den Angaben im Rezept. Ne? So, Bavaria Blue. Hab mir auch abgewöhnt, zu viel Belag zu holen. Es ist immer irgendwie was übrig geblieben. Ja, dann den weißen, den findet meine Tochter immer noch toll. Weiß muss immer mit. Der Rest war eigentlich, ach so, Zimtschnecke, sehr, sehr lecker. Die gibt es aber schon ein bisschen länger. Zimtschnecke, das ist mir hier neu. Mit diesen weißen Schokomacadamia. Also die kannte ich jetzt noch nicht oder ich bin doof. Und gehe hier nur nach den neuen Designs. Ich habe keine Ahnung. Kann natürlich auch sein, dass nur die Banderole neu ist. Ich folge wirklich. Ich bin so ein Industrieopfer. Möhren für den Eintopf. Da brauchte ich jetzt nicht die große Tüte. Die sahen auch nicht mehr so schön aus. Die Butter sieht auch nicht mehr so schön aus. Da stand irgendwie Schwere drauf. Aber für 1,99 kann man jetzt echt nicht meckern. Habe ich gleich zwei im Backup mitgenommen. Dann habe ich diese Punkte bekommen. Überraschung. Also ihr seht, war gar nicht so viel. War hauptsächlich wirklich mehr so für den Eintopf. Was haben wir denn hier? Ich gehe ja immer schön fleißig mit meiner Payback-Karte. Weil das lohnt sich am Ende des Tages. Ich glaube, die muss ich jetzt demnächst auch mal einlösen. Davon kann man nämlich bei DM, also ich mache es immer so, ich bezahle immer einen DM-Einkauf davon. Ich suche mir hier nichts raus. Weil das hat ja gar keine Relation zu dem, was man sonst draußen bezahlt. Die Sachen, die sie hier verscherbeln, kriege ich bei Temu für ein Apfel und ein Ei. Also da gibt es ja so einen Shop, so eine Shop-Seite, da kannst du dir dann für Punkte oder musst noch zuzahlen. Und da denke ich mir, nee, danke. Ist einfach nur 5-fach und 9-fach Einkauf. Ja, nee, danke brauche ich nicht. Tut mir jetzt auch leid für das Papier, aber wollte eigentlich auch nicht haben, diese Ding. Naja, so, ich scanne immer nur meine Plastikkarte, das war eigentlich schon. Meine Furzfilter. Und ja, das war's, ihr Lieben. Danke fürs Einschalten. Ganz schnell und nochmal korrekt hier alles angezeigt, weil im Auto ging es wahrscheinlich ein bisschen sehr unter. Und ja, habt einen schönen Tag, ihr Lieben. Danke fürs Einschalten. Falls ich euch angesteckt habe, Kassler Eintopf. Und dann kriegt ihr mehrere Gerichte. Es waren auch Variationen bei mit Sauerkraut natürlich, wollte ich zuerst machen. Aber dann dachte ich mir auch nur mit Möhre und Kartoffel und Schmelzkäse. Klingt eigentlich auch sehr lecker mit dem Lauch da drin. Gucken wir mal. Also ich kenne sonst auch immer nur die Variante mit Sauerkraut. Aber ja, falls ihr Lust habt, jetzt ist wieder so Eintopfsaison. Alles außer grüne Bohnen. Also nicht meins, ja? Ihr Lieben, tschüssi. So, Zutat Kassler. Zutat Kartoffeln. Ich lasse immer ganz gerne so ein bisschen Schale dran. Ist nicht schlimm, habe sie auch vorher abgewaschen. Und dann die Lauchringe. Und das Ganze kommt jetzt erstmal der Reihenfolge nach mit Fett natürlich Kassler ein bisschen anbraten. Dann werden die Kartoffeln noch gewürfelt und die werden einfach reingeschmissen. Und dann lassen wir das Ganze ein bisschen garen. Dann wird es mit Brühe abgelöscht. Ich werde noch Mohrrüben schneiden. Die waren jetzt nicht aufgeführt, in diesem Rezept zumindest. Achso, den Schmelzkäse irgendwann noch zu der Brühe hinzufügen. Und dann war es das eigentlich schon. Also ziemlich simpler Eintopf. In der Hoffnung, dass er schmeckt. Aber auch Kassler gibt der extrem viel Geschmacksnerven. Ja,
Geschmacksnoten ab, ne? Schmelzkäse. Jetzt kommt eigentlich nur noch Brühe hinzu. Weiterhin ein bisschen köcheln lassen. Ich denke mal, so auf kleinster Stufe werde ich es noch eine halbe Stunde bis 40 Minuten köcheln lassen, weil die Kartoffeln sind jetzt mittlerweile schon weich.